Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Volker Heinemann. Ich bin Hämatologe und Onkologe am Klinikum der Universität München und leite zusammen mit meinem Co-Direktor, Herrn Professor Algü von der Technischen Universität, das Krebszentrum München, das Comprehensive Cancer Center München. Anlässlich des am 4. Februar stattfindenden Weltkrebstags begrüße ich Sie sehr herzlich im Namen von Professor Algül, aber auch der Bayerischen Krebsgesellschaft, heute vertreten durch Frau Gilbert und Herrn Besseler, sehr herzlich zu dieser Pressekonferenz. Wie Sie ja wissen, wird der Weltkrebstag zum 22. Mal stattfinden und das Motto der Internationalen Vereinigung gegen Krebs, der UICC, lautet für dieses Mal Versorgungslücken schließen. Und wir haben uns dazu, Herr Algül, Frau Gilbert und ich und viele andere Gedanken gemacht und haben gesagt, Prävention, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Lücken in der Versorgung. Und wir wollen uns gerade diesem Thema widmen und haben dann gesagt, das Thema heißt aktiv gegen Krebs, erfolgreiche Wege, um das Krebsrisiko zu senken. Warum müssen wir über Prävention sprechen? Ich glaube, es ist uns allen, die wir hier sitzen, völlig klar, dass Krebserkrankungen in Deutschland eine nicht zu übersehende und wichtige Rolle spielen. Wir rechnen derzeit mit etwa 510.000 Krebserkrankungen, Krebsneuerkrankungen pro Jahr. Und wenn man den Experten lauscht und zuhört, dann kann man davon ausgehen, dass bis zum Jahr 2030 wir einen Anstieg auf etwa 600.000, also von 500 auf 600.000 verzeichnen werden. Wie ist die aktuelle Situation in Deutschland? Wir haben Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut und wir gehen davon aus, dass in Deutschland gegenwärtig etwa 1,7 Millionen Menschen mit einer Krebserkrankung leben, die in den letzten Jahren diagnostiziert wurde, in den letzten 5 Jahren diagnostiziert wurde. Und der wichtige Punkt, und das ist, glaube ich, die Kernmessage, ist, würde man ein wirklich optimales Zusammenspiel von Prävention und Früherkennung zugrunde legen, wäre alles fantastisch. So könnte man bis zu 50% oder bis zu 70% in diesem Bereich der Krebstodesfälle in Europa vermeiden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl. Und die Frage ist, ob wir dieser wirklich gerecht werden können. Wenn wir über Prävention reden, und ich komme hier schon zum Schluss quasi meiner kurzen Einleitung, möchte ich ganz kurz noch sagen, dass Prävention ja nicht ein Thema ist, sondern mindestens drei Themenbereiche. Wir unterteilen die Primär-, die Sekundär- und die Tertiärprävention. Und wir können sagen, die Primärprävention, über die wir sicherlich ganz fokussiert am Anfang auch sprechen werden, richtet sich zunächst einmal an die gesamte Bevölkerung und setzt an, noch bevor es zu einer Krankheit kommt. Sie trägt dazu bei, gesundheitsschädigende Faktoren zu erkennen und zu vermeiden, um die Entstehung von Krankheiten zu verhindern. Und es gibt ein ganz einfaches Schlagwort hier. Gesundheitsbewusste Lebensweise steht hier sicherlich ganz im Vordergrund. Die Sekundärprävention wendet sich dagegen gezielt an Personen, bei denen es Risikofaktoren gibt, aber noch keine daraus resultierende Erkrankung. Und es geht hier vor allem um Früherkennung, um Screening oder Vorsorgeuntersuchungen. Und die Tertiärprävention wendet sich dann an Menschen, an Patienten jetzt mit bereits eingetretener Erkrankung. Und sie hat das vorrangige Ziel, Krankheitsfolgen zu mildern, einen Rückfall bei schon entstandenen Erkrankungen zu vermeiden und eine Verschlimmerung der Erkrankung letztlich zu verhindern. Und es gibt Leute, die sagen, Tertiärprävention ist nichts anderes als medizinische Rehabilitation. Das war schon die kurze Einführung und ich würde sagen, wir diskutieren heute mit 6 wirklich namhaften Referenten aus dem Münchner Raum folgende Ansätze präventiver Maßnahmen. Es geht um gesunden Lebensstil, es geht um Sport und Krebs, gesunde Ernährung, es geht um den Stellenwert der Früherkennungsuntersuchungen und ganz zum Schluss kommt es nochmal zu dem wichtigen Thema, welche Rolle spielt am Ende auch die Psyche in diesem ganzen Zusammenhang, wenn wir sagen, aktiv gegen Krebs und welche Wege können wir wählen, um das Krebsrisiko zu senken. Und damit würde ich mich jetzt freuen, an Hanne Algül, meinen Co-Direktor im CCC, zu übergeben, der die ersten beiden Beiträge moderieren wird.
Ja, vielen Dank, Volker, für die einleitenden Worte und auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott und ein Willkommen zu dieser Pressekonferenz zum Weltkrebstag. Ich würde jetzt das Themengebiet eröffnen und gerne Frau Professorin Renate Oberhofer-Fritz in die Diskussion mit aufnehmen. Frau Oberhofer-Fritz ist Dekanin und Ordinaria für präventive Pädiatrie an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der TU München. Und damit auch ausgewiesene Expertin für Krebsprävention, vorrangig mit dem Schwerpunkt im Bereich der Pädiatrie. Frau Oberhofer-Fritz, ich würde gerne zunächst einmal von Ihnen wissen, wie der Stand der Krebsprävention heute ist. Krebsprävention ist ja nichts Neues, hat sich in den letzten Jahrzehnten ja zunehmend entwickelt. Wie ist der Stand der Krebsprävention heute? Wie würden Sie den beschreiben? Ich denke, vielen Dank, dass ich etwas dazu beitragen darf zu der heutigen Sitzung. Ich denke, das trifft genau den Begriff, der vorhin gewählt wurde, eine Versorgungslücke. Es ist sehr viel an Inhalten bekannt, wie Lebensstilmaßnahmen in der primären, in der sekundären, in der tertiären Prävention dazu beitragen können, Krebserkrankungen zu verhindern, sie in ihrer Ausbreitung zu reduzieren oder die Menschen zügiger zu einer Gesundheit wieder zurückzuführen. Und diese Lebensstilmaßnahmen, die untergliedern sich einmal in die Bewegung, in die körperliche Aktivität als wichtigen Beitrag, Krebserkrankungen zu vermeiden. Da gibt es einige Evidenz für bestimmte Erkrankungen. Da kommen noch nachher meine Nachredner drauf zu sprechen. Ernährung spielt eine große Rolle. Dazu gehört aber auch die Konsumation von Alkohol bis zu einem gewissen Grade. Rauchen ist natürlich völlig klar, besteht hohe Evidenz, welche Rolle das spielt bei der Entstehung von Bronchialkarzinom, aber auch Protektion im Sommer vor UV-Licht zum Beispiel oder andere aktive Maßnahmen wie Impfungen. Ich denke jetzt nur an die HPV-Impfung zur Verhinderung des Gebärmutterhalskrebses. Also wir haben ein ganz großes Potpourri, was aber vielleicht nicht jedem in der Bevölkerung so bewusst ist und vielleicht auch nicht überall auf Akzeptanz stößt. Und deswegen ist eine solche Runde jetzt hervorragend, um diese Themen noch einmal auch im Detail nach außen zu bringen. Frau Oberhofer-Fritz, Sie haben ja Ihren Schwerpunkt im Bereich der Pädiatrie. Wenn wir von Krebsvorsorge sprechen, denken wir immer an den erwachsenen Patienten. Was gibt es diesbezüglich bei Kindern, Kleinkindern oder bei Jugendlichen? Was müssen wir da berücksichtigen? Da wird zu wenig an Prävention gedacht und in der Öffentlichkeit ist auch zu wenig bekannt. Was kann man dazu sagen? Was hat sich in den letzten Jahren hier entwickelt? Ja, es ist leider so, dass es auch Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter gibt, die sich auch nicht mit diesen gerade genannten Maßnahmen verhindern lassen. Da gibt es sehr viel genetische Hintergründe, die dazu führen. Aber wenn die Diagnostik bei diesen Kindern, wie in den letzten Jahren geschehen, verbessert wird und die Therapie so hervorragend geworden ist, spielen diese sekundär-, tertiärpräventiven Maßnahmen eine große, große Rolle. So sehen wir, dass das Bringen von Bewegung, Aktivität in die Kinderstation, in die Kinderonkologie eine große Rolle spielt, um den Kindern, den Familien Mut zu machen, um den Muskelverlust zu vermindern während der Behandlung, um die Lebensqualität zu steigern und es scheint sogar auch so zu sein, teilweise den Krankheitsverlauf zumindest in den Kliniken abzukürzen. Und das ist etwas, was man sicher propagieren sollte. Das ist noch nicht an allen kinderonkologischen Standorten die Regel, dass Bewegung direkt ans Krankenbett gebracht wird oder in der Reha eine Rolle spielt. Sie haben ein sehr gutes Stichwort gegeben. Vielen Dank, Frau Oberhofer-Fritz. Ich würde gerne jetzt Herrn Professor Halle mit in die Diskussion aufnehmen. Es geht um Sport und Professor Halle ist ein ausgewiesener Experte für Prävention im Bereich sportlicher Aktivitäten. Er ist ärztlicher Direktor und Ordinarius des Lehrstuhls Präventive Medizin, Sportmedizin und Rehabilitative Sportmedizin, ebenso an der TU München. Herr Professor Halle, ich habe
bezüglich der Rolle des Sports bei der Prävention von Krebs eine Frage. Welche neuen Erkenntnisse gibt es denn überhaupt zur präventiven Wirkung von Sport bei Krebserkrankungen? Lieber Herr, meine sehr verehrten Damen und Herren, wichtig scheint mir bei dieser Frage zu sein, ich sage das vielleicht so auch nochmal in die Runde der Journalisten, was glauben Sie denn, was Darmkrebs, was das Risiko ist und was die Bevölkerung dazu sagt, wenn man die fragt? Und die werden sagen, ja, immer was ich esse, ja, das geht durch meinen Darm und deswegen ist es, wenn ich schlecht esse, dann bekomme ich vielleicht dann eher Darmkrebs, als wenn ich das nicht tue. Und das ist, darf ich mal so überspitzt sagen, das ist Quatsch. Ja, nicht ganz Quatsch, aber für Darmkrebs ist es definitiv so. Wir wissen zwar schon, Ballaststoffe sind sicherlich eine gute Sache, um einen gewissen protektiven Effekt zu haben. Aber wenn man sich die Daten anschaut, ist es so, Rauchen ist der Hauptrisikofaktor für Darmkrebs und dann kommt körperliche Aktivität oder Inaktivität. Und Sie hatten, Herr Algül, gesagt, hey, was sind denn das für Mechanismen? Und ich möchte hier vielleicht auch nochmal darstellen, man versteht viel mehr, wie Sie haben es jetzt als Sport genannt, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist zu verstehen, es geht um Aktivität, um Aktivierung der Muskulatur, dass diese Aktivierung Effekte Herz-Kreislauf, aber auch in der Immunologie haben und damit natürlich auch in der Onkologie haben oder Tumorbiologie insgesamt, die wir jetzt erst in den letzten Jahren überhaupt verstehen. Ich möchte an dem Beispiel Darmkrebs bleiben. Und zwar gibt es da sehr schöne Daten dazu, die zeigen, wenn eine Muskulatur aktiviert wird, also wenn Sie Krafttraining machen oder ein Ausdauer, also eine Aktivierung dieser Muskulatur, dann werden da Muskelhormone freigesetzt. Und diese Muskelhormone bringen Informationen in den ganzen Körper zu jeder Zelle. Und wir verstehen immer mehr, dass gerade dieses auch beim Darmkrebs zum Beispiel auf die Darmschleimhaut wirkt. Und man weiß aus dem Tiermodell, dass das Wachsen dieser Polypen im Darm, dass das umgekehrt abhängig ist von diesen Hormonen. Das heißt, je mehr Sie diese Ausschüttung dieser Muskelhormone provozieren, das heißt, das Thema Alkohol, Sport, ja, oder Bewegung, Aktivierung, umso eher ist das Wachstum dieser Polypen gehemmt. Und dieses Verständnis dafür ist ja nur ein kleines Puppenstück dahingehend, dass wir immer mehr verstehen, dass dieses von Bedeutung ist in dem Ganzen, ja, was chronische Erkrankung angeht, aber eben auch besonders was die Tumorerkrankung. Herr Halle, Sport ist ja nicht gleich Sport. Sie haben das jetzt gerade mechanistisch so schön ausgeführt mit den Muskelhormonen. Gibt es denn Sportarten, die sich gerade für diesen Mechanismus sehr gut eignen? Und gibt es wiederum Sportarten, die sich eben nicht dafür eignen? Welche Art von Sportarten ist damit meine Frage, die wirklich präventiv wirken können? Das Verständnis dazu, wie ich es eben auch dargestellt habe, geht in die Richtung Aktivierung der Muskulatur. Dann wird auch verständlich, dass Yoga in dem Fall keine große Bedeutung hat, während die Bereiche Kraft- und Ausdauersportarten halt da sehr viel besser präventiv wirken. Also Aktivierung der Muskulatur und das Zweite ist der Stoffwechsel. Und damit sind wir bei der Frage, ist Joggen zum Beispiel besser als Schwimmen? Und da muss ich Schwimmen sagen, alle, ja, ist toll und gut, will jetzt auch gar nicht das Schwimmen der Abrede stellen, aber nur, dass wir von der Bedeutung her wiederum dahingehend gehen, ja, Schwimmen ist gut, Herz-Kreislauf durchaus auch und Muskulatur, aber Joggen, wenn Sie es vor allem ein bisschen intensiver machen, also ins Schwitzen kommen zum Beispiel, ist die Effektivität von Joggen höher als beim Schwimmen und als bei Yoga. Vielleicht so mal als drei Beispiele dafür, wie es von dem Stoffwechsel her zu sehen ist. Sehr häufig hören wir von unseren Patienten, wenn sie eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen haben oder auch gar überstanden haben, dass sie eine körperliche Schonung jetzt favorisieren. Ist das richtig? Ist Sport nach einer Diagnose einer Tumorerkrankung kontraindiziert oder ist es gerade dann indiziert? Das heißt im Sinne einer Tertiärprävention. Es ist total wichtig, dass man versteht,
Das hat zwei Komponenten. Da geht es nicht alleine nur um die sportliche Aktivität oder körperliche Aktivität. Da wissen wir auch, und das ist unsere Erfahrung auch selber, dass zum Beispiel die Chemotherapie sehr viel besser von den Patienten toleriert ist. Und auch diese, ich zeige das jetzt mal hier von der, wenn Sie alle mich sehen können, die Chemotherapie ist immer in Stufen so, dass die körperliche Fitness abnimmt. Und in den Phasen zwischendrin muss ich den Patienten wieder an diesen oberen Level wieder ranbringen, weil die Toleranz für Tumortherapie dann besser ist, je besser man, je fitter man ist. Das kann man sich ja auch sehr gut vorstellen. Zum Zweiten ist es aber auch so, der psychische Effekt ist immens. Wenn Sie am Anfang gleich mit der Diagnosestellung sagen, wir machen, ich als Arzt und mein Team, wir machen die Therapie, Chemostrahlen, Operation und so weiter. Sie haben aber in der Hand, dass Sie sich auch für die Therapie wieder fit machen. Dann hat man auch den Patienten mit ins Boot, was wir ja auch machen wollen. Und das Zweite ist nur ein Beispiel dafür, Patientin, die Mammakarzinom, wenn die zu Hause ihre Sporttasche in die Hand nimmt, und das ist ein wirkliches Beispiel, das mir die Patientin gesagt hat, aber ich finde es so eindrücklich. Sie sagt mir, wenn ich die Sporttasche in die Hand nehme und deine Sportsachen anziehe, Geht's mir dann nicht fragen gut? meine Kinder 8 und 10 nicht mehr, Mami, geht's dir schlecht? Oder wie ist es mit deiner Erkrankung? Das Bild, was sie weitergibt, ist, ich bin fit, ich gehe zum Sport, es ist kein Problem mehr. Also ich möchte nochmal so diese Gesamtkomponente da mit der körperlichen Aktivität bei Tumortherapie nochmal so in unterschiedlichen Facetten darstellen wollen. Herr Hane, Sie leiten ja ein Zentrum an der TU München. Problem ist, Sie haben gerade die Bedeutung Sports, gerade der Tertiärprävention, hervorgehoben. Wie sieht es aus mit der breiten Versorgung? Kann man das für alle Patienten leisten? Ist das möglich? An wen soll sich der Patient wenden, wenn er diese Aktivitäten in Anspruch nehmen will? Also ganz wichtig ist, wir haben ja gesagt, Versorgungslücke. Jeder mit Tumorpatienten arbeitende Arzt und Ärztin müssen das Thema auf dem Schirm haben. Und die müssen auch Verständnis dafür haben, was kann ich meinem Patienten empfehlen und nicht. Können nicht alle jetzt zu mir oder ja, zu wenigen Zentren und zu Frau Oberhofer und so weiter kommen, sondern es geht darum, dieses Niveau, und da würde ich auch gerne die Journalisten bitten wollen, wir brauchen ein Verständnis dafür bei den Patienten, dass sie sagen, nein, ich will meine Aktivität. Und das ist der Schritt dahin, dass sich auch alle Ärzte darum kümmern müssen. Denn sonst fragen die Patienten nämlich, lieber Herr Arzt oder Ärztin, wo kann ich das machen? Und wenn da keine Ahnung da ist, dann glaube ich, ist Verständnis dafür, dass dann die komplette Behandlung eines Patienten mit einer Tumorerkrankung bei dem Arzt nicht vorhanden ist. Wir brauchen es also in die Breite. Und dafür müssen wir natürlich sowas wie heute als Pressekonferenz, aber noch viel mehr Fortbildungsveranstaltungen für unsere Ärzte machen. Danke, Herr Hall. Ich würde jetzt an Volker Heinemann übergeben. Ja, vielen Dank, Hanna. Wir sind immer noch im Bereich Primärprävention tätig und wir stellen jetzt die Frage, wie beeinflusst unsere Ernährung das Krebsrisiko? Und ich freue mich hier vorstellen zu können, die Frau Dr. Nicole Eriksson. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Koordinatorin des Bereiches Gesundheitskompetenz und E-Health am LMU-Klinikum im CCC München. Frau Eriksson, das Thema ist ja auch wiederum ein riesiges Thema und wir starten einfach mal mit einer ganz einfachen, simplen Frage. Was ist gesunde Ernährung und welche Nahrungsmittel senken bzw. erhöhen das Krebsrisiko, Frau Eriksson? Ja, danke, dass ich auch hier sprechen dürfen. Es ist ein Privileg, hier zu sein. Denke, diese Frage ist nicht ganz so einfach, wie Professor Heinemann sich schildert. Es ist gerade eine lange und eine kurze Antwort. Ich bleibe hier bei der kurzen. Meine Vorrednerin, Frau Oberhofer Fritz, hat gesagt, dass die allgemeine gesunde Ernährungsregeln sind bekannt, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, die sich allgemein an die Empfehlung der gesunde Ernährung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientiert, spielt eine sehr wichtige Rolle in der Krebsprävention. Allerdings ist die allgemein die synergistische Effekt von einer ausgewogenen und farbenfrohen Ernährung, Lebensmittelauswahl wirklich das, was eine krebspräventiv gesunde Ernährung ausmacht, innerhalb dieser gesamten Lebensstiländerung.
Aber das ist nicht so einfach zu erreichen. Und es hilft wirklich nicht, monatelang auf bestimmte Lebensmittel zu fixieren. Sie zum Beispiel, wenn ich monatelang Himbeeren und Leinsamen jeden Tag zum Frühstück essen, habe ich keine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung erreicht, weil ich damit auf wertvolle andere Lebensmittel Auswahl wie Apfel, Pflaumen, Erdbeer, vielleicht Kürbiskerne auch verzichtet habe, weil ich auf diese eine fokussiert habe. Besser ist, sich saisonal und regionale verfügbare Lebensmittel immer neu auszuprobieren und in den Lebensstil einfach einzuarbeiten. Hier müsste ich aber im Sinne von einer präventiven Ernährung auch kurz erwähnen, dass bis zu kurzem ging die Wissenschaft davon aus, dass ein minimaler Alkoholkonsum birgt ein Krebsrisiko. Aber bis heute senkt diese Empfehlungen immer weiter und immer weiter in die Wissenschaft. Alkohol ist eine dosisabhängige Krebsrisikofaktor und deshalb ist es besser, deren Konsum so weit wie möglich auch einzuschränken. Und eine weitere Lebensmittel ist auch mit einem sehr großen Krebsrisiko verbunden, und zwar das Risiko für Darmkrebs und auch wahrscheinlich das Risiko für Magenkarzinom, und das ist die verarbeitete rotes Fleisch, wie zum Beispiel Wurst und Schinken. Ein täglicher Konsum von nur 50 Gramm pro Tag, das ist weniger als eine Packung Wurstaufschnitt, kann das Risiko für Darmkrebs bis zu 18% erhöhen. Zudem sind weltweit ca. 34.000 Krebstodesfälle mit einer Diät, der viel verarbeitetes und rotes Fleisch beinhaltet, auch assoziiert. Das ist der kurze Antwort. Ich gehe nicht mehr weiter darauf ein. Frau Eriksson, wechseln wir einfach mal ganz kurz das Thema von der Primär- in die Tertiärprävention. Haben wir gesagt, da geht es im Grunde darum, dass wir verhindern wollen, dass die Erkrankung sich in ihrer Ausprägung verschlechtert, verschlimmert. Und die wichtige und ganz häufig von den Patienten gestellte Frage ist: Gibt es eine spezielle Diät gegen Krebs? Ja, leider kursieren seit Jahrzehnten immer neue Diäten und immer neue Trends und immer neue Ideen, dass wir mit Ernährung Krebs irgendwie beeinflussen kann. Aber mit Ernährung können wir eine bestehende Tumor weder heilen noch fördern. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen, dass hinter diesen Diäten, die wir da in den Medien und auch in den überall sehen, birgt eine falsche Hoffnung. Ernährung ist kein Wundermittel. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, jede Krebserkrankung ist anders, jede Therapie ist anders und verläuft anders. Wichtig ist, dass der Ernährung auch eine sehr große supportive Rolle während einer Krebserkrankung spielt. Damit können wir mit einem bedarfsgerechten Energiezufuhr nicht nur präventiv wirken, sondern auch in aller Phasen die Krebserkrankung unsere Gewicht steuern. Das heißt, wenn wir auch in den Mangelernährung rutschen, können wir helfen, den zuzunehmen, oder wir können auch nach den Krebserkrankungen auch damit abnehmen. Wir können unsere Lebensqualität best verbessern. Wir können Nebenwirkungen auch gegensteuern und wir können unser Immunsystem stärken. Das ist das kurze Antwort. Frau Eriksson, ich hatte neulich eine Patientin bei mir sitzen, die sagte, mein Arzt hat mir empfohlen, hochdosiert Vitamin C zu bekommen, zusätzlich zu der laufenden Tumortherapie. Auch hier sind wir im Bereich natürlich Tertiärprävention. Hier kommen wir zu dem Bereich, vielleicht doch so ein bisschen in Apostrophen gesagt, gibt es Mythen? Gibt es unrichtige Strategien und Behauptungen, die wir im Netz finden oder in der Literatur im Hinblick auf Krebstherapie oder Ernährungsmodifikationen in dieser Richtung? Ja, wir finden tatsächlich in der Bevölkerung und auch in den wissenschaftlichen Literatur tatsächlich sehr viele Ernährungsmythen. Die sind noch Hypothesen. Und diese Hypothesen sind meistens erst an Mäuse oder Zelltumoren durchgeführt. Das ist auch der Beispiel mit Vitamin C. Viele von diesen Studien sind nicht an Menschen durchgeführt. Wenn sie an Menschen durchgeführt werden, sind sie nicht in einer Art Durchführung dann darreichend dargestellt, dass man daraus eine Empfehlung ableiten kann, die für Menschen während den Krebserkrankungen auch sicher eine Aussage geben kann. So, wir wissen auch in diese Sachen wirklich nicht genug, um denen zu empfehlen. Aber wie bei allen Ernährungsmitteln erwarten sie auch einen Kern der Wahrheit. Eine andere Mitten werden zum Beispiel das Zucker.
das Zuckerkrebszellen füttern. Da birgt eine Wahrheit dahinter, dass alle Zellen unser Körper benötigt, um Zucker zu funktionieren, auch gesunde Zellen. Aber wenn wir darauf verzichten, haben wir keinen Vorteil davon, weil die Zellen, in alle Zellen unseres Körpers, inklusive Krebszellen und Tumorzellen, können sich auch von Fett und Eiweiß ernähren. So, obwohl manchmal Zellen und Mäuse und auch Tierstudien uns zeigen, dass eine Hypothese vielleicht Hoffnung hat, wenn wir das tatsächlich in den Ernährungen dann umsetzen, oft kommt es zu Scheitern. Und bei Zucker und bei Vitamin C ist das darauf zurückzuführen, dass eine ausgewogene Zufuhr von beiden von diesen Substanzen keine Heilung bringt, aber auch keine, es wird aber nicht dahinter irgendeine Gefahr stehen. Alles klar. Vielen Dank, Frau Eriksson. Ich glaube, wir wechseln mal das Thema in den Bereich Sekundärprävention oder verstärkt Sekundärprävention. Und ich freue mich, hier ankündigen zu dürfen, Herrn Dr. Bernd Birkner. Herr Birkner ist Facharzt für Gastroenterologie, er ist Internist und Kurator der Felix-Broda-Stiftung. Und als solchen haben wir ihn hier eingeladen. Und er ist Vizepräsident des Netzwerks gegen Darmkrebs e.V. Herr Birkner, die erste ganz einfache Frage ist: Was macht Darmkrebsprävention aus? Was ist hier wichtig? Was muss man den Patienten, den Journalisten in diesem Fall auch sagen? Erst einmal ein herzliches Grüß Gott in die Runde und vielen Dank, an dieser Pressekonferenz teilnehmen zu können. Wir als Felix-Broda-Stiftung und Netzwerk gegen Darmkrebs dieses Thema als eminent wichtig, weil die Darmkrebsfrüherkennung oder besser gesagt die Darmkrebsvorsorge, denn das ist ja das, was die Patienten interessiert, sie wollen vorgesorgt werden vor der Entwicklung eines Darmkrebses. Die Erfahrung der letzten 40 bis 50 Jahre muss eigentlich sagen, wir sind das Modell für eine effektive und wirksame Sekundärprävention. Aber ich möchte gleich zurückgeben auch an die Primärprävention. Wir wollen, dass der Darm gesund bleibt. Es geht darum, den Darm gesund zu erhalten. Das ist in der Terminologie immer schwierig, weil wir von Krebsfrüherkennung oder Krebsvorsorge reden. Und die Menschen, die Patienten fragen uns immer, habe ich Krebs? Nein, mit der Darmkrebsfrüherkennung wollen wir den Patienten sagen, dein Darm ist gesund. Und der Vorteil ist der, dass wir bei Darmkrebs und die Tumorbiologie unterstützt uns dabei, weil wir eindeutig zu 95% eine Entwicklung des Darmkrebs aus Vorstufen, den sogenannten Darmpolypen bzw. histologisch den Darmadenomen haben. Und die können wir effektiv durch die Früherkennungsmaßnahmen, ganz besonders durch die Darmspiegelung, die wir seit 20 Jahren in Deutschland eingeführt haben, auf Initiative der Felix-Broda-Stiftung, da können wir sie effektiv einsetzen. Und sie ist deshalb so wirksam und so erfolgreich, weil wir durch diese 20 Jahre Darmspiegelung zigtausende von Darmkrebstoten verhindert und hunderttausende von Darmkrebserkrankungen verhindert haben. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, die uns das wirklich das Leben gut macht und wir für die Darmkrebsfrüherkennung eintreten. Herr Böckner, vielen Dank für dieses erste Statement. Wir haben ja gerade sehr einleuchtend, finde ich, von Herrn Halle gehört, dass möglicherweise Sport, und ich sage mal Sport, bei dem man ins Schwitzen kommt, das Wachstum von Darmpolypen hindert. Und dann haben wir von Frau Eriksson die für uns unangenehme Mitteilung bekommen, wir sollen unseren Konsum an rotem Fleisch möglichst mindern. Was kann ein Patient aus Ihrer Sicht jetzt mal jenseits der Früherkennung tun, um das Risiko von Darmkrebs zu verhindern, zu mindern? Ich denke, da bin ich vollkommen einig mit Herrn Halle und Eriksson, Frau Eriksson, dass wir primärpräventive Maßnahmen haben, die die Entstehung, auch die Entstehung von Darmadenomen verhindern können. Eine ganz wichtige Rolle ist das, was wir seit etwa 10, 15 Jahren wissen, um die Funktion des Mikrobioms im Darm. Das ist sicher eines der entscheidenden Auslöser für die Entstehung von Entzündung und aus der Entzündung die Entstehung von Adenomen und dann Karzinomen.
Und hier ist es ganz wichtig, denn die Ernährung hat einen Einfluss auf die Entwicklung des Mikrobioms und vermutlich hat auch die Aktivität, die körperliche Aktivität, einen positiven Einfluss auf die Zusammensetzung des Mikrobioms. Und da liegt einer der Schlüssel für die primär präventiven Maßnahmen zur Verhinderung von Darmkrebs. Ich frage jetzt einfach mal ganz schnell quer zu Herrn Halle. Ich hoffe, Sie sind darauf vorbereitet, Herr Halle. Mikrobiom und Sport, das interessiert mich einfach, weil das ist jetzt für mich so ein bisschen Neuland. Können Sie dazu in einem Satz was sagen? Gibt es dazu Forschung an Ihrer Institution? Da gibt es Forschung dazu. Man muss allerdings sagen, dass der Sport das Mikrobiom jetzt nicht so substanziell beeinflusst, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das ist doch relativ stabil, also was das Thema und die Interaktion angeht, durchaus auch relativ stabil. Okay. Also ich will vielleicht noch mal für die Journalisten sagen, Mikrobiom ist im Grunde die Zusammensetzung der vielfältigen Bakterien, die wir im Darm haben. Herr Böckner, ich komme noch zu einem dritten kurzen Thema, das ich mit Ihnen besprechen wollte. Und das war die Frage, wir haben ja bei Darmkrebs auch Risikogruppen, wir haben auch Risikofamilien. Was können denn diese mit einem besonderen, schon bekannten, risikobehafteten Menschen tun, um ihr persönliches Darmkrebsrisiko zu senken? Gibt es da ganz besondere Strategien der Früherkennung? Was sollen diese Menschen machen? Also es ist ganz entscheidend, dass die größte Risikogruppe für die Entstehung von Darmkrebs sind die familiären Risikogruppen. Das heißt, mindestens ein erstgradig Verwandter oder auch zweitgradig Verwandter, der in der Familie betroffen ist, löst für die restliche Familie ein deutlich erhöhtes Risiko, selbst an Darmkrebs zu erkranken, aus. Das liegt ungefähr in einer Größenordnung von vierfach. Und vor allen Dingen, was entscheidend ist, es verkürzt die Entwicklungszeit, sodass eben die Erkrankungshäufigkeit zu einem 10 Jahre früheren Zeitpunkt eintritt. Und das ist eines der Kritikpunkte, die wir seit Jahren äußern, dass nämlich die Darmkrebsfrüherkennung ja erst den über 50-Jährigen zur Verfügung steht. Wir wissen aber, dass bei den familiären Risikogruppen die Darmkrebsentstehung bereits vor dem 50. Lebensjahr eintritt. Und das ist ein ganz großes Manko. Deshalb hatten wir in Bayern das FACOR-Projekt durchgeführt, in dem es darum ging, nachzuweisen, dass diese Familien erkannt werden können. Und das ist der entscheidende Punkt, Herr Heinemann, in der Familie nachfragen. Gibt es Verwandte, die an Darmkrebs erkrankt sind? Und jeder dieser Verwandten löst eine erhöhte Risikokonstellation für die Restfamilie aus. Und das ist der erste und wichtige Schritt. Und wir Ärzte sind auch gefordert, mit den Menschen darüber zu reden, was ist in eurer Familie passiert. Das gilt ja nicht nur für den Darmkrebs, das gilt ja auch für andere Krebsarten. Die familiäre Häufung ist ein Risikofaktor und der muss als erstes erkannt werden. Die weiteren Maßnahmen bleiben im Spektrum der Früherkennungsmaßnahmen, vorwiegend aber, das ist eine Empfehlung von uns, auch der Fachgesellschaft, eine Darmspiegelung durchzuführen und nicht einen Stuhltest primär, um eben eine höhere Sicherheit der Entdeckung der Krebsvorstufen zu haben, die auch beim familiären Risiko sich schneller zu Darmkrebs entwickeln können. Ganz schnell nur ein Satz vielleicht, Herr Böckner. Erweiterte molekulare Diagnostik bei Risikopatienten. Spielt das eine Rolle? Also bei denjenigen, bei denen wir die sogenannten Amsterdam-Kriterien positiv haben, das sind in der Regel mehr als 3 Verwandte in einer Familie, die auch untereinander erstgradig verwandt sind. Da besteht eine Beratungsmöglichkeit bei humangenetischen Ärzten und Kollegen. Und dann wird entschieden, dort eine humangenetische Molekulardiagnostik durchzuführen. Und wir kennen Mutationsloci, in denen nachgewiesen werden kann, dass für diese Person ein erblich und damit ein deutlich erhöhtes Risiko der Entwicklung von Darmkrebs vorhanden ist. Und das bleibt aber in den Händen der Humangenetiker. Das ist aber ein wichtiger Schritt, wenn diese erhöhten Risikokonstellationen wie mehr als 3 Verwandte in einer Familie auftreten oder zum Beispiel zusätzlich Gebärmutterkrebs oder Pankreastumoren oder Hirntumoren. Das sind Konstellationen, wo wir den Verdacht äußern müssen, dass es sich um eine erbliche Risikokonstellation handelt. Wunderbar. Ich danke Ihnen, Herr Böckner, und gebe dann zurück an Herrn Algül in der Moderation. Ja, wir setzen jetzt das Themengebiet der Sekundärprävention fort und begrüßen Herrn Professor Sven Mahner vom LMU-Klinikum, seines Zeichens Direktor der Abteilung für Gynäkologie.
Und hier geht es jetzt vornehmlich um die Prävention und Früherkennung von Brustkrebs und anderer gynäkologischer Tumore. Herr Professor Mahner, die erste Frage an Sie ist, gibt es neue Erkenntnisse im Bereich der Prävention und Früherkennung von Brustkrebs und bei anderen gynäkologischen Tumoren? Was ist State of the Art aktuell? Ja, vielen Dank, dass wir dieses Thema heute hier gemeinsam diskutieren können. Auch von meiner Seite erst einmal ganz herzliche Grüße in die Runde. Und ich freue mich, dass ich nicht nur, was jetzt die Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich angeht, in viele bekannte Gesichter schaue, sondern auch, was die Presse betrifft, in viele bekannte Gesichter, beziehungsweise die meisten haben die Kamera ja gerade ausgeschaltet, also auf bekannte Namen schaue. Und ich denke, das zeigt, wie wichtig dieses Thema, glaube ich, für uns, aber auch für die Gesellschaft ist und dass wir gut daran tun, uns die Zeit zu nehmen, jetzt hier eben über Vorsorge und Früherkennungsstrategien nachzudenken. Die Vorsorge und Früherkennung in der Frauenheilkunde spielt schon seit Jahrzehnten eine ganz zentrale Rolle und ist, glaube ich, ja auch so als Musterbeispiel zu sehen, wie man durch Entdeckung von Risikofaktoren hinkommen kann zur Früherkennung, aber auch zur Prävention. Und die Themen, die seitens des CCCs in München herausgegriffen wurden heute für die Pressekonferenz, sind, glaube ich, auch die beiden essentiellen, das Mammakarzinom und das Gebärmutterhalsscreening. Mammakarzinom deswegen, weil es einfach die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der Frau in Deutschland ist. Etwa ein Drittel der Krebsneuerkrankungen der Frauen betreffen in Deutschland ist das Mammakarzinom und insgesamt die Hälfte der Krebserkrankungen, die Frauen bekommen, die fallen in das Gebiet der gynäkologischen Onkologie. Insofern hat das da auch im Fach eine ganz große Bedeutung. Vor über 50 Jahren ist das zytologische Screening ja eingeführt worden zum Gebärmutterhalskrebs, der Pap-Abstrich, wie es die meisten kennen, und hat dazu geführt, dass die Zahlen dramatisch zurückgegangen sind. Und wir hätten eigentlich die Chance, mit dem Gebärmutterhalskrebs auch quasi auf Null zu kommen, wenn wir den nächsten Schritt, den die Wissenschaft seinerzeit gemacht hatte, nämlich dass wir erkannt haben, dass diese Krebserkrankung mit HPV-Infektionen assoziiert ist und man deswegen beim Screening auch nach HPV-Infektionen suchen kann. Also das ist die noch wichtige Ergänzung zum zytologischen Pap-Abstrich. Aber darüber hinaus eben die Erkenntnis, dass man auch gegen HPV-Infektionen impfen kann. Jetzt ist Impfen ja ein Thema, was wir auch außerhalb der Krebserkrankungen aktuell recht viel diskutieren. Aber hier muss man sagen, wenn wir die jungen Mädchen und jungen Jungs entsprechend impfen würden, bevor sie den ersten Sexualkontakt hätten, dann würden wir wahrscheinlich die Vision, eine Krebserkrankung auf Null zu reduzieren, beim Zervixkarzinom, beim Gebärmutterhalskrebs wirklich hinbekommen können. Also das als Modellcharakter der erfolgreichen Implementierung von Screening und Vorsorge. Beim Mammakarzinom ist auch ein rundes Jubiläum. Vor genau 20 Jahren hat der Deutsche Bundestag einstimmig in Deutschland das Mammographie-Screening zur Einführung beschlossen. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis das entsprechend auch implementiert wurde. Aber jetzt können wir auch auf über 10 Jahre erfolgreiches Mammographie-Screening auch in Deutschland blicken und können sehen, dass wir da noch viel Verbesserungspotenzial haben, was die Teilnahme an dem Screening angeht, aber dass wir viel mehr Frauen in einem viel früheren Erkrankungsstadium auch diagnostizieren können und dass sekundär entsprechend auch die Rate an ausgedehnteren Operationen zum Beispiel zurückgeht. Also die Brustamputation, die Mastektomierate ist deutlich reduziert seit Einführung des Mammographie-Screenings und eben auch die aufwendigeren Behandlungsschritte für fortgeschrittene Erkrankungen sind deutlich reduziert. Und insofern können mittlerweile immer mehr Frauen in Deutschland mit Brustkrebs leben. Und das mag ja so ein bisschen täuschen. Und manche Kritiker des Screenings, die sagen ja auch, wo ist der Erfolg eures Screenings, wenn immer mehr Frauen in Deutschland mit Brustkrebs leben? Scheint es ja nicht so viel zu bringen. Aber da muss man sagen, einerseits detektieren wir mehr Brustkrebs durch das Screening und andererseits, wenn wir es frühzeitig detektieren und die Frauen, die Krankheit überleben, dann leben eben auch mehr mit Brustkrebs in Deutschland. Und insofern, glaube ich, ist das eine große Erfolgsgeschichte, die wir aber, und da ist wieder Ihre Hilfe auch seitens aller medialen Unterstützung gefragt, die wir noch bei weitem nicht ausreichend einsetzen. Also nur die Hälfte der Frauen, die dem Screening teilnehmen könnten, die nehmen teil und da müssen wir unbedingt besser werden, um eben noch mehr Frauen heilen zu können.
Also Aufklärung ist ein wichtiges Thema. Aufklärung, wenn wir jetzt nochmal zum Zervixkarzinom zurückgehen, Herr Mahner, gibt es ja auch in großen Studien ja belegt, die HPV-Impfung, die vor Zervixkarzinom schützt. Und trotzdem wird es kontrovers diskutiert. Welche Argumente hören Sie denn in Ihrem klinischen Alltag gegen die HPV-Impfung? Also das Hauptargument, was bis letztes Jahr oder bis vor anderthalb Jahren auch letztlich nicht wirklich widerlegbar war, ist dasjenige gewesen, dass wir bis dahin, bis 2020, nicht den Beweis hatten, dass wir durch die HPV-Impfung auch das Zervixkarzinom verhindern können oder reduzieren können. Wir haben beim Zervixkarzinom ähnlich auch wie beim heute schon so oft besprochenen Darmkrebs ja so eine Adenom-Karzinom-Sequenz, also dass wir so Vorstufenveränderungen von Gebärmutterhalskrebs, die zervikalen intraepithelialen Neoplasien oder ZIN, weil es leichter auszusprechen ist, werden die genannt, die können wir entsprechend detektieren und die macht, da muss man zum Beispiel dann, wenn man sie entdeckt und die nicht von alleine weggehen, auch operativ das Ganze resizieren, was das Risiko für Frühgeburten für die Frauen dann entsprechend auch erhöht, wenn sie mal schwanger sind. Und den Zusammenhang der Impfung zur Entstehung von diesen ZINs, die ist schon seit Jahrzehnten bekannt mittlerweile, aber der Zusammenhang zwischen der Impfung und der Krebserkrankung, die ist eben erst ganz jüngst erkannt worden und hat aber auch eben einen dramatischen Effekt dort gezeigt und auch nochmal betont, wie wichtig es ist, die Frauen, in dem Fall waren es jetzt Mädchen, die untersucht waren und die Impfung für Jungs ist ja erst auch seit kurzem empfohlen, aber die Frauen eben so früh zu erwischen, dass sie noch keine nennenswerte natürliche Exposition mit HP-Viren hatten, also unter 14 idealerweise. Und da hat es eben eine dramatische Reduktion auch des Gebärmutterhalskrebses gebracht. Und da ist sozusagen dieses Argument der Zweifler genommen. Ansonsten, wenn wir auch wieder Parallelen zu anderen Impfungen ziehen, manche Leute erreicht man halt auch nicht mit Argumenten. Ne? Sie haben das Mammographie-Screening erwähnt. Das ist ja auch mittlerweile schon längst bekannt und in der Breite angekommen. Dennoch hat sich ja auch hier viel getan. Wir wissen von den Celebrities aus den USA, Risikogene. Wie sieht denn heute das Mammographie-Screening aus? Welchen Stellenwert hat denn genetisches Testen? Also vielleicht ganz kurz zum Stand des Screenings heute. Wir wissen, dass ungefähr 3 Millionen Frauen pro Jahr am Screening teilnehmen. Es könnten weitaus mehr sein. Das Screening ist empfohlen zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr. Das ist der Stand. Es gibt aber seit letztem Jahr auch die Empfehlung, die aber noch nicht umgesetzt wurde, ist entsprechend zu erweitern auf Frauen ab 45 und bis 75. Also ein ähnliches Thema letztlich wie beim Darmkrebs-Screening auch. Und man kann immer beruhigend sagen, jeder Frau, die zum Screening geht, die Chance, dass ein unauffälliger Befund rauskommt, ist enorm hoch. Also wenn 1000 Frauen zum Screening gehen, kommt bei 30 ein abklärungsbedürftiger Befund ungefähr raus. Und bei den 30 Abklärungen kommt dann bei 20 von den 30 hinterher raus, da war nichts. Und ungefähr 10 Frauen von 1000, die zum Brustkrebs-Screening gehen, bei denen detektieren wir dann auch einen entsprechenden Brustkrebs. Anders ist das natürlich, wenn man es in Risikopopulationen macht. Und da hatten Sie ja gerade schon die Bühne geebnet mit der Frage nach der Genetik. Und das ist auch eben ein ganz wichtiger Aspekt der Primärprävention, also der Verhinderung des Brustkrebses, dass wir mittlerweile wissen, dass es nicht nur diese beiden Risikogene BRCA1, BRCA2 gibt, die ja seit vielen Jahren mit dem Namen Angelina Jolie verbunden sind, die ja so eine Modellpatientin ist, was auch präventive Maßnahmen angeht und zumindest, man sieht es ja immer sehr offen mit ihrer Krankengeschichte, aber mir wäre jetzt nicht bekannt, dass da jetzt irgendwelche Krebserkrankungen dank der präventiven Maßnahmen weiter entstanden wären. Also das ist auch ein Beispiel, wie erfolgreich dann die Umsetzung sein kann. Aber letztendlich gilt es, Risikofaktoren in der Familie zu ermitteln. Das sind junge Frauen mit Brustkrebs, das sind gehäufte Fälle von Brustkrebs oder aber auch eine Erkrankte in der Familie mit Eierstockkrebs zum Beispiel. Wir haben jetzt heute, glaube ich, im Rahmen der Konferenz nicht die Zeit, auch die anderen gynäkologischen Krebserkrankungen näher zu beleuchten. Aber Eierstockkrebs und Brustkrebs hängen ganz eng genetisch zusammen. Und wenn ein Fall in der Familie mit Eierstockkrebs ist, reicht es schon, um alle Familienangehörigen dahingehend zu untersuchen, sofern man zumindest bei dieser Indexpatientin was gefunden hat. Denn man versucht ja immer möglichst effizient solche Screening-Maßnahmen, dazu gehört letztlich auch die genetische Untersuchung im erweiterten Sinne, durchzuführen, indem man eben erstmal bei dem Erkrankten, bei der erkrankten Person testet und wenn man dort etwas findet, dann eben bei den anderen schaut, finden wir es dort auch und können vielleicht aktiv werden, um präventive Maßnahmen zu machen oder finden wir es nicht. Und dann freuen sich natürlich die Beteiligten in der Regel, dass sie das Risiko der Normalbevölkerung haben und nicht ein erhöhtes Risiko.
Dann würde ich jetzt an, vielen Dank, Herr Mahner, für diese schöne Darstellung, würde jetzt übergeben an Herrn Heidemann, um das Tertiär, um die Tertiärprävention zu besprechen. Ja, vielen Dank, Hanna. Wir kommen zum letzten Vortrag, zum letzten Kurzstatement. Und ich freue mich wirklich sehr, hier ankündigen zu dürfen, Herrn Markus Bessler. Herr Markus Bessler ist Diplompsychologe seines Zeichens und er ist Geschäftsführer der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. Herr Bessler, wenn wir über tumorbedingte Fatigue sprechen, dann ist das ja auf jeden Fall zunächst mal ein schwieriges Thema und ein Thema, das sehr viele Patienten, die Tumortherapien bekommen, betrifft. Sie haben im Rahmen der Bayerischen Krebsgesellschaft ja eine Sprechstunde auf den Weg gebracht, die dieses Thema fokussiert angeht. Vielleicht können Sie uns ganz kurz berichten, was die Ergebnisse sind, die man im Rahmen dieser Sprechstunde in der Evaluation erzielen kann. Ja, ich darf Sie auch alle herzlich begrüßen hier in dieser Runde und freue mich, mit diesem Beitrag hier dabei zu sein im Rahmen der Tertiärprävention. Tertiärprävention ist ja der Anteil der Prävention nach erfolgter Behandlung, womit die Patienten dann weiter zu kämpfen haben, auch mit den Folge- und Nebenwirkungen einer Behandlung. Und das Thema Fatigue ist ein ganz zentrales. Herr Heinemann, Sie haben schon angesprochen, die tumorbedingte Fatigue gibt es als solche ja im ICD-10 nicht, sondern nur eine chronische Fatigue. Also Fatigue gibt es auch durchaus bei anderen chronischen Erkrankungen. Wir arbeiten daran, die tumorbedingte Fatigue als solche auch anerkannt zu wissen, und deswegen haben wir in dem Rahmen eine Evaluationsstudie für den Freistaat Bayern ins Leben gerufen. Die Ergebnisse kann ich leider noch nicht vorwegnehmen, weil die Studie gerade erst startet. Also da bitte ich um Verständnis. Wir haben an 10 Standorten in Bayern, also fast flächendeckend muss man sagen, eine multizentrische prospektive Studie im Rahmen einer Evaluationsstudie, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium, aufgestellt, zusammen mit der Uni Regensburg, mit dem Zentrum für klinische Forschung und dem Institut für Tumor-Fatigue-Forschung. Und dort handelt es sich um eine Sprechstunde, wo Menschen hingehen können, die unter chronischer Müdigkeit oder permanenter Müdigkeit leiden. Das ist ja der Wesenszug der Fatigue, die in der Weise leiden, dass sie ihren Alltag oft nicht organisiert bekommen, dass alle gut gemeinten Ansätze wie mach doch und tu doch und reiß dich zusammen einfach nicht fruchten, die oft auch nicht sich verstanden fühlen, muss man auch sehen, weil es oft auch nicht erkannt wird. Aber die Akzeptanz dafür hat sich doch in den letzten Jahren zunehmend verbessert. Diese Menschen haben die Möglichkeit, im Rahmen der Tumor-Fatigue-Sprechstunde ein differenzialdiagnostisches Vorgehen vorzufinden durch versierte Ärzte, die dazu geschult sind. Da geht es darum, vor allem eine ausgeprägte Anamnese zu machen. Die bringen quasi auch ihre Laborbefunde mit in die Sprechstunde und man klärt ab, auch differenzialdiagnostisch, weil es ja viele Überschneidungen auch zum Thema Depression und Angst gibt, ob es sich hier tatsächlich um eine tumorbedingte Fatigue handelt. Und dazu werden entsprechende Angaben gemacht durch auch semi-strukturelle Vorgehensweisen, durch psychometrische Tests, wo das differenzialdiagnostisch nochmal herausgestellt wird, im Vergleich zu Angst und Depression vor allem. Und sie bekommen dann entsprechende Maßnahmen empfohlen, die sie dann in einer Art Self-Management dann zu Hause erproben können. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand einen Laufschrittzähler bekommt und anhand dieses Schrittzählens, also des Laufens, auch entsprechende Fortschritte feststellen kann, sofern es ihm gelingt. Oder es geht um das Thema Musiktherapie oder Lichttherapie oder entsprechende andere Methoden, auch psychoonkologische Angebote. Wir wissen im Bereich der Tumorfatigue, dass gerade diese psychosozialen Faktoren, ja, dieses State of the Art ist im Vergleich zu den medikamentösen Ansätzen, die hier ja in allen Studien bislang nicht den erforderlichen Nutzen erwiesen haben. Und was allerdings für die psychosozialen Faktoren, jetzt selbst etwas zu machen, körperlich aktiv zu werden, durchaus der Fall ist. Ja, und das haben wir uns zur Aufgabe gesetzt und das erarbeiten wir gerade. Die Studie beginnt jetzt im Februar an 10 Standorten, also neben München natürlich auch in allen anderen Bezirken Bayerns, und sind sehr gespannt, mit welchem Ergebnis wir das dann entsprechend abschließen können. Dann gibt es nach 10 Wochen nochmal eine Zweitbefragung dazu, wie es den
Patienten gelungen ist, auch ob und wie sie die Maßnahmen umsetzen konnten. Und dann wird es entsprechend nochmal evaluiert. Ja. Herr Besser, Sie haben im Grunde jetzt eben den Weg raus so ein bisschen skizziert, haben gesagt, wer Fatigue hat, soll sich körperlich betätigen. Und dann fällt mir ein und ich sage, der Patient, der typische Fatigue-Patient, der kann sich gar nicht so weit aktivieren, ja, dass er sich körperlich betätigt. Und genau hier sozusagen kommen wir nicht zusammen. Was ist denn sozusagen die Brücke für den Patienten? Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, der Schrittzähler könnte so eine Art Biofeedback-Mechanismus sein. Was sind denn weitere Ideen zu diesem Thema? Das sind sowas auch wie Tagebuchaufzeichnungen zum Beispiel zu machen. Welche Erfolge kann ich generieren, wenn ich zum Beispiel ein Maßnahmenpaket habe, wo ich ein strukturiertes Vorgehen auch entwickle, was ich im Einzelnen tun kann? Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen und sagen, Sport ist Hochleistungssport oder ich muss dann permanent was leisten und tun. Darum geht es gar nicht. Es sind manchmal die kleinen Ansätze, dass ich merke, ich schaffe es vielleicht am ersten Tag aus der Wohnung zu kommen und am zweiten Tag vielleicht einmal ums Haus zu gehen. Also das verstehen wir unter Sport und das wird dann auch entsprechend durch die Schrittzähler, wo man das dann am Tag, am Ende des Tages dann auch nochmal ablesen kann, wie viel mir gelungen ist, daran kann man es festmachen. Also es sind eher die kleinen Schritte. Hier geht es nicht um große sportliche Aktivitäten, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, das ist ohnehin immer beim Thema Sport ja immer die Frage auch, weil viele ja sich dann auch eher überfordert sehen, wenn man das so sieht, wenn da so Hochleistungssportansprüche kommen. Das ist hier auf keinen Fall gemeint. Oder eben Lichttherapie, wo einige Leute durchaus gute Erfahrungen mit haben, weil es stimmungsaufhellend ist, weil es gut tut und sie dann auch psychisch ganz anders sind. Weil man muss sich vorstellen, bei einer chronischen Erschöpfung sind viele sehr niedergeschlagen und leiden auch unter Konzentrationsstörungen und Ähnliches. Hier geht es vor allem um stimmungsaufhellende Aktivitäten und die natürlich körperlicherseits natürlich mit begründet sind. Danke, Herr Besser, für dieses sehr umfassende Statement. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viele Eindrücke gewonnen von verschiedenen Ansätzen zu präventiven Maßnahmen. Frau Gilbert, ich nehme mal an, dass mehrere Fragen in den Chat eingegangen sind und ich glaube, am besten wäre es jetzt, wenn Sie hier an dieser Stelle die Fragen stellen würden und dann starten wir mit Ihnen. Herr Heinemann, das würde ich übernehmen. Und die erste Frage richtet sich gleich an Ihre Einführung. Warum erwartet man eine Zunahme von Krebserkrankungen bis zu 600.000 in den nächsten 5 Jahren? Ja, ich denke mal, ich frage einfach mal Herrn Algül, nachdem ich es ja vorher als Statement sozusagen gesagt habe. Ich habe da natürlich eine eigene Idee, aber Hanna, was wäre deine Antwort? Wir hören dich nicht. Die Frage war, wieso es zu einem Anstieg der Tumorpatienten in den nächsten Jahren kommen wird. Das hat sicher erstmal damit zu tun, dass wir in der Diagnostik und in der Wahrnehmung der Diagnostik immer besser werden und deswegen auch viel mehr Tumore diagnostizieren. Ich erinnere nur an die Bildgebung PET-CT oder aber auch endoskopische Vorsorgeuntersuchungen. Das heißt, wir können heute viel mehr und in einem viel früheren Stadium die Tumorpatienten diagnostizieren und damit auch die Anzahl der Tumorerkrankungen erhöhen. Das alleine ist es sicher nicht. Es sind sicher Faktoren wie Umwelteinflüsse, genetische Faktoren, die wir jetzt gerade erst versuchen zu verstehen. Es gibt keine einfache Erklärung für diesen epidemiologischen Zuwachs an Tumorpatienten. Es sind sicherlich multifaktorielle Ursachen anzunehmen. Insofern, glaube ich, kann ich da keine eindeutige Antwort dazu geben. Es ist aber definitiv so, dass es epidemiologisch ganz eindeutig sich abzeichnet. Gut, klare Antwort. Eine weitere Antwort wäre auch, Menschen werden ja immer älter. Wir wissen, dass Krebs und Alter eine Assoziation haben. Das heißt, der ältere Mensch hat ein höheres Risiko, eine Krebserkrankung diagnostiziert zu bekommen. Und ich denke, in den alternden Populationen müssen wir im Grunde sehen, auch dass Krebserkrankungen insgesamt einfach häufiger werden. Aber wir machen noch mal ganz kurz ein kurzes Statement, Herr Birkner. Vielleicht, wie sehen Sie das zum Darmkrebs? Wir haben ja da eigentlich Kurven, die in die andere Richtung gehen. Wir sehen eben eher fallende Darmkrebsdiagnosen über die Zeit, richtig? Ja, wir müssen da eine Trennung des Alters machen. Diejenigen, die den Anspruch auf die Darmkrebsfrüherkennung haben, in diesen Altersgruppen sehen wir einen deutlichen Abfall der Inzidenzen, auch der Mortalitätsraten.
Aber wir haben die Gruppe der Young Onset Colorectal Cancer, die vor 50 im Alter zwischen 35 und 50 ein deutlich erhöhtes Auftreten von Darmkrebs, vor allen Dingen von Rektumkarzinomen haben. Ja. Dieses Phänomen für Deutschland ist noch nicht epidemiologisch eindeutig abgesichert. Die Daten, die wir aber aus Amerika haben, zeigen diesen Trend. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen momentan nicht genau, was die Ursachen sind. Die Vermutung, dass die familiären Risikogruppen dahinter stecken, ist nicht ganz so eindeutig. Ich glaube aber eher, dass es tatsächlich mit primärpräventiven Maßnahmen zu tun hat, dass wir zu wenig in der Primärprävention tun und gerade eben Übergewichtigkeit in Amerika, das Trinken von Fast Food, Essen von Fast Food, Trinken von gesüßten Trinksachen, alles das trägt sicher damit dazu bei. Und deshalb ist da die Primärprävention ganz wichtig. Aber wir brauchen belastbare Daten für Deutschland, um auf diese Altersgruppe gezielt loszugehen. Und das ist sicher für die nächsten Jahre eine ganz wichtige Aufgabe für uns in der Darmkrebsfrüherkennung, diese Altersgruppe nicht aus den Augen zu lassen. Ich will vielleicht einfach noch ganz schnell Herrn Mahner fragen, wie seine Sicht der Dinge ist. Auch hier haben wir eigentlich immer gedacht, beim Mammakarzinom hätten wir eher eine deutliche Abnahme durch das Screening. Ja, das ist letztlich in Deutschland so schwer zu beantworten, weil wir ja kein richtig funktionierendes Krebsregister haben, noch nicht. Also wir arbeiten ja viel in die Richtung, aber wir müssen uns letztlich so ein bisschen behelfen aus dem, was aus den Bundesländern kommt, die Krebsregister führen. Oder was ich persönlich immer total spannend finde, sind auch die Daten von großen Krankenkassen. Also die AOK deckt ja ganz viele Menschen in Deutschland ab oder jetzt im Ende letzten Jahres hat die DKK, glaube ich, auch mal Zahlen veröffentlicht. Also welche Krankenkasse das jetzt genau war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber zumindest haben die bei ihren Versicherten gesehen haben, dass in den letzten 10 Jahren die Zahl der Patientinnen mit Mammakarzinom um 50% angestiegen ist. Also von 2010 bis 2020 50% mehr. Das gibt halt die beiden Effekte. Wir detektieren mehr durch gutes Screening und heilen mehr durch gute Therapie. Und in Summe haben wir einfach mehr Frauen, die mit Brustkrebs leben. Und ich glaube, dass das mit Krebs leben ist auch das Entscheidende. Wir haben in Deutschland nicht so einen schönen Ausdruck wie im Englischen mit dem Cancer Survivor, der ja so richtig griffig ist. Aber das ist beim Brustkrebs bei über 80% der Frauen der Fall. Über 80% der Frauen mit Brustkrebs können wir heutzutage heilen. Und ich würde mal postulieren, es werden noch mehr werden. Frau Weiß, die Fragen im Chat, es sind jetzt einige eingegangen. Ich habe schon noch weitere. Ich habe gleich eine Frage an Herrn Professor Mahn. Sollten eigentlich auch Jungen gegen HPV geimpft werden? Ja, also jetzt bin ich Frauenarzt und kein Männerarzt. Deswegen habe ich natürlich da nicht so eine richtig große Expertise. Die Impfung idealerweise für Mädchen wie Jungs ist ja in der Hand der Pädiater. Und wir machen als Frauenärztinnen und Frauenärzte halt so Catch-up-Impfungen, wenn wir merken, da ist irgendwas versäumt worden. Beim Frauenarztbesuch, dann impfen wir die schnell nochmal nach. Aber auch die Studie, die ich im Chat gerade schon einmal als Zitat reingegeben habe, die hat ganz deutlich gezeigt, wenn man vor dem 17. Lebensjahr impft, ist der Effekt um ein Vielfaches höher als nach dem 17. Lebensjahr. Und bei Jungs ist es so, dass einerseits die Herdenimmunisierung eine Rolle spielt, andererseits darf man auch nicht vergessen, auch wir Männer können Peniskarzinom bekommen, was auch jetzt zwar seltener ist, aber ich stelle es mir extrem unangenehm vor. Und die Kopf-Hals-Tumore sind zu einem großen Teil HPV-assoziiert und die können uns Männer auch betreffen. Also beide Geschlechter so früh, dass es eben gut wirkt, impfen. Eine Frage an Frau Hofer Fritz. Hören Sie mich? Ja. Ja. Genau, eine weitere Frage an Frau Oberhofer Fritz. Welche lebensstilveränderenden Maßnahmen sind besonders wichtig bei der Krebsprävention? Wie lassen sich Verhaltensänderungen langfristig erreichen? Wenn wir das so genau wüssten, umsetzen könnten, dann würden wir hier wahrscheinlich nicht zusammensitzen. Also wenn ich jetzt von meinem Fachgebiet ausgehen kann, denke ich, dass je früher
ein gesunder Lebensstil eingeübt wird und Verständnis dafür besteht, umso nachhaltiger ist natürlich die Wirkung. Für viele Folgeerkrankungen, die die Bevölkerung dann mal sehen wird, sei es Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder jetzt auch ganz besonders das Thema von heute, die onkologischen Erkrankungen. Da sind aber einige Tatsachen leider nicht wegzudiskutieren, dass das einfach nicht umgesetzt wird. Gucken Sie sich das Beispiel Bewegungsmangel in der Bevölkerung an. Das fängt bei Kindern und Jugendlichen an. Über 80% haben nicht die entsprechenden Betätigungsausmaße, die die WHO vorgibt. Und wenn Sie in die Schulen schauen, Ganztagsschulen, da kommt man einfach auch nicht nach dazu, die Bewegungsangebote dort zu verorten. Und das Gleiche gilt für vielleicht die Schulverpflegung, die alles andere ist als gesund. Also von meiner Seite aus wäre eine sehr frühe Einübung gesunder Lebensstilmaßnahmen ganz wichtig. Aber das ist für die Politik halt teilweise auch vielleicht nicht so wichtig, muss man auch ehrlich sagen. Und vielleicht eine Bemerkung noch zu dieser HPV-Impfung, weil Sie gerade sagten, Herr Manner, das ist jetzt in der Domäne der Pädiater. Da ist also auch den neueren Publikationen zufolge, ich erinnere mich jetzt noch eine, die ist aus dem Jahr 2020, Ärzteblatt, wir sind ganz weit davon entfernt, dass da bevölkerungsweit eine ausreichende Durchimpfung gegeben ist. Ich erinnere mich an Zahlen von 30 bis 60%, je nach Bundesland in Deutschland bei den Mädchen. Und bei den Jungs sieht es ganz desolat aus. Es sind vielleicht so 15% oder sowas. Also da muss viel getan werden, noch in der Aufklärung. Ganz kurz ergänzen, Herr Vanelle. In Bayern sind wir Schlusslicht in Deutschland, was die Impfquote angeht. Also da ist ja jetzt die Pressekonferenz hier. Also da müssen wir gleich vor Ort auch besser werden. Ja, das sieht man ja auch bei Covid-19. Ist es ähnlich. Also das hat was mit der Mentalität der Menschen zu tun. Aber gut, ich nehme den Auftrag gerne an, Herr Manner. Vielleicht von meiner Seite, weil ich hier so eine Bemerkung habe. Herr Halle, was auch häufig diskutiert, was uns Patienten immer wieder sagen, Zucker und Krebs, was wissen wir eigentlich? Es ist immer die Vorstellung, wenn man Zucker zu sich nimmt, nährt man den Krebs. Ist das ein Mythos? Wie stehen Sie da dazu? Eine ganz wichtige Frage. Das geht sicherlich an Frau Eriksson, oder? Nicht an mich. Ich glaube schon. Wenn Sie das mir überlassen wollen, dann kann ich die beantworten. Der Zusammenhang mit dem Krebs ist auch in Bezug auf Übergewicht. Wir in Deutschland essen viel zu viel Zucker allgemein. Das zeigen auch die epidemiologischen Studiendaten hier, dass die Deutschen allgemein viel mehr als die empfohlene Menge zuvor an Zucker haben. Das führt zu Übergewicht. Daher ist es immer sinnvoll, im Sinne einer präventiven Krebsprävention einfacher Zuckerverzehr zu verzichten oder das allgemein zu reduzieren. Und dazu gehört auch zuckerreiche Getränke an allererster Stelle. Aber auch Zucker in unser Kaffee und Tee können auch dann verzichtet werden und so weiter. Aber dann entsteht auch diese Mythos, dass Zucker direkt Krebswachstum begünstigen kann. Und das versuchte ich vorher ein bisschen zu erwähnen, das Zeit war leider zu kurz dafür. Aber das ist jedoch bis heute nach 30 Jahren Studien und Evidenzsammlung auch noch nicht bewiesen an Menschen. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige Daten an Menschen hierfür, die das bestätigen kann, diese Hypothese. Und wir wissen, dass es aber eine Zucker für sich kann eine Mangelernährung und auch eine Lebensqualität sehr beeinträchtigen und auch die Mangelernährung fördern. Daher ist es nicht empfehlenswert, wenn Sie schon an einem Tumor leiden, dann auf Zucker zu verzichten. So ist es wirklich eine zweiseitige Frage hier. Vielleicht noch eins ergänzen kann ich dann doch noch. Ich hoffe, das hat das beantwortet. Ja, ich kann vielleicht dazu noch ergänzen, dass es natürlich dann, Frau Essen hat es ja angesprochen, eben gerade auch wegen der Stoffwechselsituation bei dem Adipösen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so die Zuckeraufnahme,
das ein oder andere Mal, sondern es ist eben die Assoziation mit hochkalorischer Ernährung, dann halt Adipositas, Stoffwechselstörung und dann haben wir praktisch eine permanente 24-hour-7 erhöhte Blutzuckerrate, erhöhte Entzündungsrate, die jetzt da ja mit verbunden ist. Und das ist das Problem. Und umgekehrt, körperliche Aktivität ist ja ein Verbraucher von diesen Zuckern und kann eben dann auch diese Kurven nach zum Beispiel Aufnahme von Zucker deutlich abschwächen und kann eben auch den Energieverbrauch und Adipositas natürlich günstig beeinflussen. Vielleicht von mir noch ein ganz kurzer Hinweis. Vielleicht ganz kurz noch zum Insulin. Bei Adipositas und erhöhten Zuckereinnahmen kommt es zur Insulinresistenz. Die Insulinspiegel steigen und Insulin ist ein anaboles Hormon, was auch Tumorwachstum fördern kann. Deshalb ist dieses Ungleichgewicht zwischen Insulin, Insulinresistenz und Blutzuckerspiegeln, das ist das Fatale daran. Und deshalb ist der Sport so gut, denn der vermindert die Insulinresistenz, senkt die Insulinspiegel und senkt den Blutzuckerspiegel. Aber gleichzeitig sollte man trotzdem auf den Zuckerverzehr achten. Beide gehen zusammen. Danke. Ich will vielleicht abschließend noch einmal ganz kurz Frau Oberhofer-Fritz zu Wort kommen lassen wollen. Wenn wir das große Thema der Primärprävention denken, dann denke ich zunächst mal an die Kinder. Und ich würde vielleicht sagen, es würde mich sehr interessieren, welche 3, 4, 5 zentrale Ratschläge geben Sie den Eltern heutzutage mit, um sozusagen mit dem Fokus auf Krebsvermeidung? Gibt es da etwas, was Ihnen da spontan einfallen würde? Ich muss vielleicht unterscheiden zwischen dem, was ich gerne sagen würde und dann aber im geschützten Raum sagen muss oder so, weil eigentlich ist es ja die Vorbildfunktion der Eltern. Und wenn die mit gutem Beispiel vorangehen und sich in der Familie gesund verhalten, sprich das sitzende Verhalten reduzieren, die Bewegung außerhalb der vier Wände vermehren, die gesunde Ernährung in den Vordergrund stellen, die Kinder gegen UV-Licht am Meer und in dem Gebirge schützen, sie auf dem Weg in die Adoleszenz begleiten und vermeiden helfen, dass sie zu starken Rauchern und Trinkern werden und sich auch noch impfen lassen, da wäre eine Menge gewonnen. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem, das können auch die Pädiater gar nicht lösen. Und manchmal denke ich, man sollte diesen Gesundheitsunterricht vielleicht auch in der Schule noch mehr in diese Richtung bringen. Das ist so eine spontane Idee, die mir da kommt. Das tut das CCC ja auch. Wir haben ja eine Aktivität im Krebszentrum München, die heißt CCC macht Schule. Ich sage es nur noch mal hier auch für die Journalisten. Wir gehen also regelhaft in die Schulen und haben mittlerweile auch sogar ein digitales Format auf den Weg gebracht. Frau Eriksson ist da eine derjenigen, die da maßgeblich involviert ist. Und genau das ist eine unserer wichtigen Aktivitäten. Danke. Super. Ich schalte mich mal kurz ein, weil wir haben noch eine wichtige bzw. zwei wichtige Fragen. Die eine Frage bezieht sich auch noch mal auf das Thema rotes Fleisch. Wie sieht es denn da mit dem Biofleisch aus? Können Sie da vielleicht noch was zu sagen? Gibt es da Unterschiede biologisch und konventionell angebaut? Und die zweite Frage, die hier noch aufgetaucht ist, richtet sich an Herrn Professor Halle und auch an Herrn Bürkner. Welche Berichte in den Medien würden Sie sich denn wünschen? Also wie sollte das Signal denn tatsächlich aussehen? Also von meiner Seite aus, ich glaube... Ja. Also man muss, glaube ich, ganz deutlich in den Medien darauf hinweisen, dass die Darmkrebsfrüherkennung ein Erfolgsmodell ist. Und dieses Erfolgsmodell muss wahrgenommen werden, weil die Teilnahmequoten in Deutschland immer noch viel zu niedrig sind, um die Effektivität und Effizienz dieser Maßnahme noch weiter nach oben zu schrauben. Unser Nachbarland Holland liegt bei einer Teilnahmequote von 70%. Wir sind weit darunter und das muss sich ändern. Und das Zweite, was ich nach wie vor für sehr wichtig halte, was ja auch für den Brustkrebs gilt,
ist, die Risikogruppen zu identifizieren. Und das geht bei uns ganz einfach, indem die Familien nachfragen, gibt es in der Familie einen Betroffenen, erstgradig oder zweitgradig Verwandten, und damit mit dieser Information zum Hausarzt oder zum Gastroenterologen zu gehen und nachzufragen, was kann ich jetzt tun, Herr Doktor, bei uns in der Familie ist jemand erkrankt, ich habe gehört, ich habe ein erhöhtes Risiko, was soll ich jetzt tun? Das ist ganz wichtig. Und der letzte Punkt ist, wir müssen dafür sorgen, dass diese Altersgruppen, die unter 50 sind und eine Risikokonstellation aufweisen, dass die ebenfalls den Zugang zur Darmkrebsfrüherkennung bekommen, als Leistungsanspruch durch die gesetzlichen Krankenkassen. An mich war das die Frage gestellt, wünscht ihr was? War das so richtig? Dahingehend, ich glaube, das ist ja, ich, um den Dreher vielleicht für mich nochmal von meiner Seite aus darzulegen, glaube, dass es wichtig ist, man sollte das Thema Krebs und Herz-Kreislauf zusammenbringen. Das sind die zwei großen Themen, die uns im Alter Probleme machen. Schlaganfall, Demenz, Herzinfarkt und alles andere auf der einen Seite und die Krebs, Brustkrebserkrankung, Prostata auf der anderen Seite. Wir die in den Griff bekommen, da haben wir das Werkzeug dafür. Das Werkzeug, haben wir heute gehört, ist unterschiedlich. Und dieses Werkzeug, das würde ich gerne wie so ein Werkzeugkasten, den macht man auf und da ist die Gesundheit drin und das gesunde Alter. Wenn Sie das auch so verbildlichen, wegnehmen von Angst, Krebs, Herzinfarkt und so weiter, sondern mehr dahingehend, wie werden wir gesund alt? Das sind die Maßnahmen, die hat jeder in der Hand, nicht das Auto zur Werkstatt, sondern sich selber reparieren. Und dann brauchen wir da in der Zukunft, oder dann ist es das, was ja, wir alle wissen, aber an die Menschen in Bayern und darüber hinaus weitertragen. Ich glaube, ich soll die Frage jetzt zum Fleisch beantworten, oder? Da ging es auch nochmal, Frau Eriksen, da ging es auch nochmal speziell um die Frage Hormone im konventionellen Fleisch und im Gegensatz zu Biofleisch. Ja, in der EU sind die zusätzlichen Hormone, die für Tierfütter auch eingesetzt wird, eigentlich verboten. Viele von diesen Studien stammen aus der USA und beziehen sich nicht auf den EU-Region. So, von daher ist das Unterschied zwischen Biofleisch und Nicht-Biofleisch in der Hinsicht in den EU nicht so wichtig. Allerdings hat Biofleisch meistens eine bessere Fettsäure-Verhältnisse aus Nicht-Bio-Fleisch, weil die allgemein die Sachen essen, wie Tiere eigentlich essen sollen, wie Gras und so weiter und nicht nur Mais oder eine unausgewogene Diät, die manchmal in der Tierhaltung auch eingesetzt wird. Das ist so die kurze Antwort. Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie mich auch gerne nachhinein kontaktieren. Bitte noch eine Frage an Herrn Dr. Birkner. Wie können Menschen herausfinden, dass sie ein erhöhtes familiäres Risiko für Darmkrebs haben? Ganz einfach, indem sie in der Familie fragen, ob einer der Familienmitglieder an Darmkrebs erkrankt ist, was meistens dadurch erkenntlich wird, dass einer davon im Krankenhaus war und ihm ein Stück Darm entfernt worden ist. Es macht dann immer Sinn, nachzufragen, war es wirklich Darmkrebs? Manchmal sind es ja auch andere Ursachen für die Operation gewesen. Aber das ist der einfachste Weg. Wenn Unklarheiten bestehen, ist immer der Hausarzt eigentlich die erste Anlaufstelle, um in der Familie dann auch nachzufragen, stimmt das so? Und gibt es gegebenenfalls auch Arztbriefe, Arztberichte, aus denen hervorgeht, welcher der Familienangehörige ist betroffen? Es spielt dabei im Übrigen auch noch das Alter des Betroffenen eine Rolle. Und sehr wohl auch die Häufung, also nicht nur erstgradig, sondern auch zweitgradig Verwandte. Das ist immer ganz wichtig, das einmal zusammenzusehen und zusammenzutragen. Mhm.
Herr Professor Halle, die Frage wurde noch gestellt, wie sollte man konkret trainieren, damit die krebspräventive Wirkung greift? Aktivierung der Muskulatur. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es bereits, und das zeigen auch die epidemiologischen Daten, 10 Minuten am Tag eine Aktivierung der Muskulatur sinnvoll ist. Also das heißt, raus, walking, morgens, mittags oder abends, in der Mittagspause 10 Minuten zügig hat man für Stoffwechsel, hat man für Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankungen schon vieles erreicht, nicht alles, aber das ist die Botschaft an die Bevölkerung, 10 Minuten am Tag und eine gewisse Intensität umsetzen, sodass man leicht ins Schwitzen kommt. 10 Minuten Schwitzen, super, hervorragend. Gibt es noch weitere Fragen, Frau Gilbert, Frau Fey? Es gibt noch eine Frage. Es wurde erwähnt, dass auch viele pädiatrische Stationen noch Unkenntnis hinsichtlich der Bedeutung der Bewegung für krebskranke Kinder besitzen. Können Sie vielleicht Beispiele nennen, welche Formen der Bewegung für diese Stationen in Frage kommen? Ich habe es in den Chat schon reingeschrieben. Ich kann es gerne noch mal erwähnen. Also da geht es natürlich auch jetzt nicht um Sport bis zum Schwitzen und mit extrem hohem Puls. Das ginge ja auch gar nicht. Da geht es darum, dass einfach eine Art Bewegungsumfang erhalten bleibt, dass die Balance erhalten bleibt, die Muskeln sich nicht zurückbilden und auch das Selbstwertgefühl, was sowieso leidet unter der Therapie, ein bisschen gestärkt wird. Also es sind ganz spielerische Geschichten, so wenn es geht, vielleicht einen kleinen Ball hin und her werfen oder Balanceakt auf dem Gang, wenn das möglich ist, von der Erkrankung her. Das muss man individuell ausprobieren. Wir haben da Sporttherapeuten involviert, die das sehr leicht, locker, ansprechend machen, um den Kindern auch Freude zu bereiten. Es gibt national auch so eine Assoziation, das sind diese Active Onco Kids, denen wir angeschlossen sind. Da können Sie sich auch belesen dazu. Die Sache ist halt die, dass eine generelle flächendeckende Finanzierung dafür überhaupt nicht existiert. Also in dem Fall ist es auch so, dass wir über die Elternverbände zum Beispiel die Finanzierung haben, unserer Sporttherapeuten. Hatten noch eine Frage hier, ich denke mal, die nehmen wir noch mit rein. Eine praktische Frage an die Ernährungs- und Darmkrebsexperten. Täglich aktiver Sport und tägliches Rindersteak versus kein Sport und vegane Ernährung. Können Sie dazu etwas sagen, was besser ist? Ich glaube, da sollte Eriksen was dazu sagen. Sie hat aber schon was geschrieben im Chat. Ich glaube nicht, dass man zwischen einem oder dem anderen wählen kann. Ich würde denken, dass alle hier auch mir auch dabei unterstützen würde. Es ist die synergistische Effekt, die wirken zusammen und die gehören auch zusammen. Muskeln können nicht ohne den Eiweißzufuhr, wiederum ohne den Sport können die auch nicht wieder aufgebaut werden. Es ist alles eine synergistische Wechselwirkung und die gehören zusammen. So, wir können sie nicht getrennt betrachten und sagen, einer oder den anderen reicht aus. Wir sollen das gesamte Lebensstil, auch Rauchen für sich, Alkohol für sich, auch mit einbeziehen. Das ist ein synergistischer Effekt, den wir alle hier erzielen. Kleine Babyschritte führen dazu, die umsetzen zu können, aber es ist möglich, mit kleinen Schritten dies auch einen gesunden Lebensstil immer mehr anzunähern und zu erreichen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich kann es auch noch mal unterstreichen von meiner Seite. Prävention muss lebensweltbezogen sein und sie darf nicht zu sehr Verbotscharakter haben. Ich glaube, damit kriegen wir die Menschen nicht, sondern sie muss auch ein Stück weit lustbetont sein. Und wir alle kennen das Sprichwort, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich glaube, da findet sich jeder auch wieder. Es gibt nicht den Königsweg und wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, für mich jetzt sogar auch die zentrale Botschaft, damit in die Primärprävention einzusteigen, die Leute da abzuholen und das auch, wie gesagt, lebensweltbezogen auszurichten. Eine große, große Aufgabe auch für Bayern.
das ist ja ein wunderbares Schlusswort fast. Ich will jetzt gar nicht das von Herrn Aygül vorwegnehmen, aber das ist nochmal eine separate Diskussion. Die Lustbetonung in der Prävention finde ich ein tolles Thema. Aygül, Hanna. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sind wir am Ende jetzt der Pressekonferenz. Und Frau Pratschko hatte in den Chat reingeschrieben, was wünschten wir uns an Berichte in den Medien, um sozusagen das Bewusstsein für die Vorsorge zu erhöhen? Ich glaube, solche Veranstaltungen, solche Pressekonferenzen sind extrem wichtig, um die Mitbürger immer auf die Krebsprävention aufmerksam zu machen, auf die Vorteile. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir als Ärzte auch einen Auftrag. Mindestens das CCC hat für sich erkannt, dass Krebsprävention ein ganz großes Thema für die Zukunft werden wird. Und zwar auch aus einem anderen Grund. Volker Heinemann hat völlig zu Recht gesagt, wir sind eine alternde Gesellschaft. Deswegen werden wir mehr Tumoren sehen. Das ist ein Aspekt der epidemiologischen Entwicklung. Was wir aber auch sehen, und das ist für bestimmte Tumorerkrankungen frappierend, dass die Patienten Tumorerkrankungen, die wir in der Vergangenheit immer als Erkrankungen des Alters deklariert haben, dass wir immer mehr junge Patienten und Patientinnen mit Tumorerkrankungen diagnostizieren. Deswegen wird die Krebsprävention auch aus dem Grund sehr wichtig bleiben, aber sie wird auch Herausforderungen an uns stellen. Die Krebsprävention, wie wir sie heute haben, wird sicher in der Zukunft so nicht bleiben. Sie wird sich verändern. Sie muss diesen epidemiologischen Entwicklungen Rechnung tragen. Und das CCC mit beiden Universitätskliniken hat diese Entwicklung erkannt und wird sich daher im Bereich der Krebsprävention positionieren. Damit bin ich jetzt auch am Ende sozusagen meines abschließenden Satzes. Wir haben versucht, mit den Referenten den Bogen von der Primärprävention über die Sekundärprävention bis hin zur Tertiärprävention zu schlagen. Wir haben sicher nicht alles abdecken können, aber wir haben versucht, alle Fragen, soweit es geht, beantworten. Und dafür möchte ich mich bei allen Rednern bedanken für ihr Engagement im Sinne der Krebsprävention. Und Ihnen am Bildschirm danken für die Teilnahme und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auch dabei helfen, dieses wichtige Themengebiet der Krebsprävention in den Medien entsprechend zu covern. Vielen Dank für die Teilnahme, auch im Namen meines Co-Direktoren, Kollegen Volker Heinemann, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse an dieser Pressekonferenz. Und vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, gerade an Frau Gilbert, die dieses Treffen ganz hervorragend aus der Bayerischen Krebsgesellschaft heraus mit uns zusammen organisiert hat. Danke. Vielen Dank, kann ich mich nur anschließen. Alles Gute, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle, an alle Mitwirkenden und alle Journalisten. Wenn Sie darüber hinaus jetzt noch Fragen haben, bitte gerne schreiben. Wir machen, wie gesagt, auch eine Aufzeichnung dazu und gerne auch Anregungen, falls wir in der Zukunft vielleicht auch mal einen Presseworkshop anbieten sollen, der dann auch ein bisschen mehr Inhalt noch bietet. Geben Sie uns einfach eine Rückmeldung, dann setzen wir das um. Vielen Dank.